Moin, moin, schöne Grüße aus der Computerstube an der Schwentine, einen kleinen Fluss im Norden Deutschlands. Ich möchte wieder mit euch spielen. Wir spielen 7 Days to Die. Wir sind in Tag 4. Wir sind noch kein Tag gestorben. Das muss ich auch nochmal betonen. Das ist mir bisher noch nie passiert. Wir haben es geschafft, ein paar Quests zu lösen und dafür ein Fahrrad zu bekommen. Eine zweite Stadt gefunden. Naja, wir wurden vom Händler hingeschickt. Ach so, wo ich das überhaupt hier gerade sehe. Sollte ich mir gleich nochmal den Händler auf der Karte notieren. Aus. Händler. Also ich müsste theoretisch rechts rum. Da rechts rum gemusst. Und dann die aufgedeckte Straße zurückfahren. Wenn ich mal ehrlich bin. Zum einen sollte ich jetzt mal wirklich gucken, ob ich noch nicht doch noch was zu essen habe. Hätte ich nicht noch irgendwo eine kleine Dose? Da. Meinte ich doch. Und dann werde ich jetzt mal hier die Straße lang fahren. Und jetzt müsste ich irgendwie wieder rechts zu meiner Stadt kommen. Vielen Dank.
langsam nichts mehr zu essen dabei. Autos ist auch alles Mögliche. Nichts zu essen. Schon wieder an zu regnen. Ja. Schade. Hasen zu bekommen ist so schwieriger, also Hähnchen war meistens einfacher. Hier schon mal ein schönes Viereck bekommen. Da dürfte auch nicht mehr sehr viel drin sein. Da geht's weiter, da hat ein kleines Gebäude. Den reparieren. So.
So. Alles Wasser kochen. Braucht einfach noch nichts Besonderes. So, jetzt fangen wir mal an. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Feuerwehräxte können wir, glaube ich, demnächst mal verkaufen. Das ist Material.
ist Stufe 5. Das kann damit hin. Das kann damit hin. Der Bogen kann hier noch hin. Aloe Vera kann hier hin. Pflanzenfett kann hier hin. Baumwolle. Knochen habe ich hier. Ich habe hier noch alte Stühle. Angelblei. Das kommt hier noch rein, Nadel und Faden, zum ersten Mal sogar heute, dieses Spiel. Ich muss hier irgendwann nochmal aufräumen mit was mache ich wo rein. Thank you.
Das ist, glaube ich, eine Ende einer Strecke. So, das heißt, das hier war wohl so die äußere Ecke dieses Ortes. Schön, dass ein Nitrat ist, aber ich muss mal ehrlich sein, ich habe Hunger. Moin. Mir fehlen noch Punkte. Weißt du, wo ich welche bekomme? Ah, von dir. Vielen Dank.
sieht schon wieder nach Regen aus. Bücherschrank. Okay. Leute, ich bin hier. Benutzen, dann bin ich einmal gut vor mit Nahrung. Yeah!
Bücherregal. Baukran, den kann ich. Mal lesen. Die kann ich schon mal durchstöbern. Die Materialien nehme ich immer noch. Einmal die nehmen. Das ist eine Hundehütte. Wo der Hund ist. Wie viel Nitrat habe ich eigentlich schon wieder? 25, also ich müsste eigentlich schon wieder 2 Beete bauen können. Grillrost wird langsam schön. Thank you.
Waffentasche mitnehmen. Will ich jetzt noch mal. Den Abwurf ab einholen. Ich glaube, ich sollte gleich noch mal eine Kopfschmerztablette einnehmen. Normal sterbe ich meistens etwas häufiger, also dass ich noch gar nicht gestorben bin, das ist für mich neu. Ich frage mich, wie man bei so einem Autofahrer auf schwarzes Coupé kommt. Ah!
sagt, ich sollte eine Schmerztablette nehmen. Jetzt könnte man ein bisschen was trinken. Fahre ich jetzt eigentlich wieder von mir zu Hause weg. Ich will zu mir nach Hause. Ich sollte da jetzt vielleicht auch mal wieder den Fokus draufsetzen. Achso, das ist der, den ich gerade... Ah, dann habe ich doch mal am Tag 4 meinen Tod gefunden. Ja, nachts mit Hunden. Das mochte ich noch nie.
Jetzt bin ich zu Hause angekommen. Dann kann ich erstmal ein bisschen ausräumen. So. Das. Das war dafür. Trübes Wasser kann hier hin. Dann räumen wir mal wieder aus. Federn können auch langsam mal hier hin. Das war ich mal. So. Stoff, Nadel und Faden. Das ist da, Eisen ist da oben. Ach, Knochen habe ich hier auch. Dann kann ich sie auch hier. Dann haben wir noch den und den Kleber. Glücke lasse ich mal hier. Und da rein. So. Dann gucke ich noch mal, was ich da anpflanzen kann. Ich habe hier noch einmal Mais.
Kürbis. Also langfristig will ich das gerne ein bisschen sortiert haben. Ich muss erstmal ein bisschen anpflanzen. So. Jetzt werde ich mal anfangen, hier Wände wegzuklopfen. Ich will weiterbauen. Das ist zwar eine Etage höher als da, aber ich glaube, das stört nicht. Eine für meine Hordenbasis, eine vorne fürs Tor.
Weg haben. Das sieht schon aus. So, den soll ich reparieren. Das ist da, wo ich ihn hinhaben will, nicht hin möchte.
Ich glaube, ich lasse es erstmal für heute. Das war's für heute. Wir haben schon wieder 7:26 Uhr im Spiel. Wir haben schon wieder über eine Stunde aufgenommen. Das war's für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schaut gerne auf computerstube.info vorbei. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser die Schwindel runterläuft. Und tschüss.